Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute erstmal mit einer schlechten Audioqualität, weil ich mein Mikrofon leider gerade nicht da habe und deswegen mein Handy benutzen muss. Außerdem, mit einer leider schlechten FPS-Rate, weil neuer Snapshot und kein Optifine und performant und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Aber ich habe heute was sehr, sehr Cooles für euch. Und zwar habe ich mich mal die Tage rangesetzt und, was heißt die Tage, das war nur heute, und ein Datapack geschrieben. Und ja, was das kann, das zeige ich euch heute. Und zwar ist für dieses Datapack essentiell ein Book and Quill. So, und zwar was das Datapack macht, ist, ihr habt so einen Kompass, den gebt ihr euch mit einem Command, der wird dann hier per Nachricht aufploppen, wenn ihr das Datapack installiert. Also das ist einfach ein Function Command. Bekommt ihr so einen Kompass oder keine Ahnung, was das für ein Item sein wird. Hier steht jetzt auch noch Minecart mit Chess. Also ihr seht, ich bin nicht so ganz zu 100% fertig, aber fast. Deswegen wollte ich das jetzt eben mal zeigen, weil ich bald ein bisschen ruhiger sein muss, weil Leute hier schlafen wollen und so. Und ja, ihr seht schon, Copy Data, und das sieht mit so viel schöner aus. Copy Data. Es ist also ein Datapack, mit dem ich irgendwie Daten kopieren kann. Dann schauen wir uns jetzt mal an. Zum Beispiel kann ich jetzt hier reinschreiben, say hi. So. Jetzt mache ich folgendes. Ich tue die beiden Items rein, dann suche ich mir einen Kopiermodus, also in dem Fall wäre das jetzt der Command-Modus, dann sage ich Copy Data. So, wenn ich jetzt den Command-Block wieder rausnehme, dann steht da Say Hi drin. So, jetzt nehmen wir denselben Command-Block und schreiben da mal rein Terror at A Hallo. Können wir da genau das gleiche machen, die Sachen reintun. Command-Methode, Copy Data, Command-Block, zack, hat den Hallo-Command. So. Das wäre der erste Modus, mit dem ich Daten in einen Command-Block kopieren kann. Dann der nächste ist Display-Name. Das ist eine gute Methode, meiner Meinung nach, um ohne Command irgendwie den Display-Name von irgendwas zu verändern. Und zwar nimmt könnte ich das hier sozusagen auch in JSON eingeben. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal Text, Doppelpunkt, Hallo, nehmen wir mal wieder. Dann nehmen wir mal Color, Dark Purple von mir aus. Und Italic machen wir auf False. Und dann nehmen wir uns noch irgendwas hier, ein Stein zum Beispiel. Tun wir das rein, wählen den Display Name Modus. Und drücken auf Copy Data und das heißt der Stein Hallo. Und den behalten wir mal, denn der dritte Modus ist der Lore-Modus. Und bei Lore ist das noch ein bisschen cooler, weil pro Seite können wir sozusagen eine Lore oder eine Lore-Zeile festlegen. Das heißt, jetzt schreiben wir hier nochmal rein Text, das ist die zweite Zeile. Und in der Color, keine Ahnung, Yellow von mir aus. Und dann machen wir noch eine. Und die machen wir Huhu. Ja, und in der Color Gold. Und in Bold True. Jetzt nehmen wir das Book and Quill. Denselben Schein von eben, suchen uns die Lore als Dings aus, drücken einmal auf das hier und dann sehen wir hier, ja, die erste Seite habe ich ja nicht verändert, dann in der zweiten Lore-Zeile steht, das ist die zweite Zeile, und in der dritten steht Huhu und in Fett gedruckt, so wie wir es gerade angegeben haben. So, dann haben wir hier noch Book Pages. So, kurzer Cut, habe jetzt glaube ich ein bisschen den Faden verloren. Ich glaube, ich war bei der Book Pages Methode. Und was das kann, ist ganz einfach. Wir nehmen uns hier einfach mal noch so ein Book and Quill. Löschen einfach mal alles hier raus.
Ja. Passt schon. Und signieren das. Und jetzt können wir Folgendes machen. Jetzt sehen wir hier, haben wir JSON-Text drin stehen. Und jetzt nehmen wir die Pages-Methode, drücken Copy Data, nehmen das Buch hier raus und zack, seht ihr, ja okay, ist jetzt nicht so gut lesbar, aber jetzt steht das hier sozusagen in dem Buch. Was davon jetzt der Vorteil ist, ist, dass wir ganz einfach ohne ein Command sozusagen in-game auch Click-Events in diese Bücher reinmachen können. Das heißt, ihr seht jetzt, habe ich jetzt hier ein Click-Event mit der Action-Change-Page auf Seite 3 sozusagen, wird dann gewechselt. Und da tun wir eben mal die Sachen hier rein. Wählen hier die Methoden aus. Und jetzt, wenn ich das anklicke, zack, lande ich auf Seite 3. Also, praktisch, ja, einfach den kompletten JSON-Text können wir da reinmachen. So, zwei Methoden haben wir aber noch. Und das eine ist SkullOwner. Ist auch relativ selbsterklärend. Das ist auch praktisch, wenn man kein OP hat, denke ich mal. So, da tun wir hier einfach hin. Zum Beispiel von mir aus jetzt mal meinen Namen, Fan von Felsen. Und dann tun wir eben das Buch rein. Und den Playerhead, wählen die SkullOwner-Methode, drücken Copy Data, zack, schon ist das mein Kopf. Und wenn wir den jetzt nicht mehr brauchen, dann nehmen wir zum Beispiel mal den. Ja, von wem können wir denn mal den Kopf nehmen? Ich würde mal sagen, einfach von Henna, wenn ich schreiben könnte. So, dann nehmen wir hier die SkullOwner-Methode. Zack, schon ist das Hennes Kopf. Ja. So, ihr seht aber, da gibt es noch die sechste Methode, und zwar die Structure Block Methode. Ich weiß nicht, warum die Structure Name heißt. Was ich mir dabei gedacht habe, ist eigentlich falsch. Die müsste Structure Block heißen, und zwar, ich habe hier noch ein beschriebenes Book and Quill. Ich nehme mal kurz ein neues. So. Und zwar könnt ihr erstmal hier irgendwas reinschreiben, zum Beispiel Name auf die erste Seite. Das Buch muss frisch sein oder zumindest darf nur eine Seite haben zum ersten Mal. Das ist wichtig. So, dann tun wir die Sachen hier rein. Wählen den Structure Mode aus. Zack, Copy Data. Und jetzt ist das hier in dem Structure Name sozusagen gespeichert. Das war es aber noch nicht, denn wenn wir den setzen, ist das erstmal so ein Data Dings, das wollen wir nicht. Deswegen, wenn im Buch eine zweite Seite existiert, das ist auch das, was hier bei der Erklärung nochmal steht, dann wird die in den Mode-Pfad sozusagen kopieren. Das heißt, wir können hier zum Beispiel Save eingeben, tun die Sachen hier rein, zack, das war falsch. Zum Glück hat es sozusagen kurz geblockt, weil ich noch nichts ausgewählt hatte. Jetzt haben wir direkt ein Save. Was jetzt das Problem ist, wenn wir jetzt hier Load nochmal eingeben wollen, erstmal alles groß. So, dann wird das nicht immer funktionieren. Ihr seht, jetzt ist das noch safe. Das ist ein Bug von Minecraft leider. Ist aber nicht so schlimm, denn alles, was ihr machen müsst, ist dann hier einfach ein paar Mal öfter auf Copy Data drauf drücken. Und dann ist der auf Load gestellt. Also keine Ahnung, warum der das manchmal rüber kopiert, manchmal nicht. Ja, das war's auch schon mit dem Pack. Ich finde es relativ cool. Also endlich mal das komfortabel in-game ja, bearbeiten, finde ich schon. Also mag ich schon, kann man so sagen. Wenn ihr noch Ideen habt, was man bearbeiten könnte, immer her damit, per Kommentare oder per Discord oder was auch immer. Und ja, das Datapack ist sozusagen gleichzeitig auch eine Demonstration, wie mächtig der neue Data Modify Command in den neuen 1.14 Snapshots ist. Jetzt ist es hier gerade 18b45a. Ja, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Gebt ruhig einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und drückt eventuell auf die Glocke. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.